Euer Vogelhaus ist verwaist und kein Vogel lässt sich blicken. Warum das so ist und wie ihr das ändern könnt, das zeige ich euch jetzt. Ja, warum kommen keine Vögel zu eurem Vogelhaus? Gehen wir mal den Gründen nach und nach auf der Spur und dann, wie man das ändern kann, sage ich euch auch noch. Ja, erster Grund ist natürlich, ihr habt eine unsichere Umgebung. Die Vögel fühlen sich einfach nicht wohl. Vielleicht habt ihr selbst eine Katze oder einen Hund, der im Garten laut bellt. Das ist natürlich klar, dass die Vögel dann euer Vogelhaus oder generell euren Garten mehr meiden. Ja? Das heißt, auch wenn zum Beispiel der Nachbar eine Katze hat, die häufiger bei euch im Garten ist, dann meiden Vögel das. Ihr solltet dann ein Vogelhaus aufstellen, was so mindestens, na, ihr könnt es sehen, ich bin 1,81 groß, ja, so in der Höhe von 1,80 Meter, 2 Meter ist. Und zwar so, dass es für Katzen nicht erreichbar ist. Hier könnt ihr zum Beispiel sehen, das ist an so einem Gestänge dran gemacht, nicht irgendwo am Baum. Hier kann eine Katze nicht hochklettern und entsprechend auch nicht hochspringen. Ja, also sorgt für eine sichere Umgebung. Des Weiteren ist, ihr solltet für eine freundliche, vogelfreundliche Umgebung sorgen. Ja, Vögel suchen nämlich auch immer nach Schutz. Und ein Schutz kann zum Beispiel eine solche Kirschlorbeerhecke dir dienen, die im Winter immer grün ist. Die ist sehr beliebt bei Vögeln. Der ökologische Nutzen ist zwar nicht so hoch bei der Pflanze, aber Vögel mögen die wirklich gerne und werden von dieser auch angezogen. Zudem bietet sie auch im Herbst und im Frühjahr und Sommer, wenn sie Beeren trägt, eben entsprechend ihre Nahrungsquellen für Vögel. Das ist auch ganz wichtig, dass ihr also auch das ganze Jahr über den Vögeln Nahrung zur Verfügung stellt. Und zwar in Form von Pflanzen, die als Nahrungsquelle dienen. Das können dann irgendwelche Beerensträucher sein, wo sich Vögel dann bedienen können. Dann wissen sie nämlich zumindest schon mal, Mensch, hier gibt es immer ein reichhaltiges Nahrungsangebot. Und da kommen wir auch schon zum dritten Fehler, warum das Vogelhaus leer ist. Ihr habt halt zu spät mit dem Anfüttern sozusagen begonnen. Es ist ja dann irgendwann so, dass vielleicht eure Pflanzen, die im Garten sind, keine Nahrung mehr bieten. Die Vögel finden schwer Nahrung. Was machen sie? Sie fliegen jetzt nur noch dahin, wo sie halt auch wissen, dass sie im Winter Nahrung finden. Wenn das bei euch im Garten nicht der Fall ist, werden sie nicht bei euch jetzt irgendwo hinfliegen und auch zu anderen Stellen fliegen, um neue Nahrungsquellen zu erschließen. Das kostet viel zu viel Energie. Die fliegen dahin, wo sie sicher Nahrung finden. Deshalb müsst ihr schon rechtzeitig mit dem Anfüttern beginnen. Ja? Nicht erst im Winter das gute Vogelhaus aufstellen und hoffen, dass mal ein Vogel vorbeigeflogen kommt und eure Nahrung dort entdeckt. Das wird nicht passieren. Weil sind wir doch mal ganz ehrlich, wir machen ja bei Schmuddelwetter, wenn es richtig kalt ist, auch nicht unbedingt ausgedehnte Spaziergänge. Und bei den Vögeln kommt halt noch hinzu, dass sie Energie sparen müssen. Deshalb am besten im Herbst, wenn sowieso die normalen Pflanzen, die ihr im Garten habt, noch als Nahrungsquelle dienen, zusätzlich immer mal ein bisschen anfüttern und zeigen, Mensch, hier gibt es auch noch was. Und wenn dann die anderen Nahrungsquellen versiegen, dann weiter anfüttern, so dass die Vögel wissen, hier bei euch gibt es was zu fressen. Und dann werden sie auch den ganzen Winter überkommen, wenn ihr Nahrung zur Verfügung stellt. Ja, das sind die Hauptgründe, warum keine Vögel euer Vogelhaus besuchen. Das einfach umstellen sind Kleinigkeiten und schon werdet ihr die kleinen Piepmätze auch als Besucher in eurem Garten im Winter haben. Ich hoffe, das Video war informativ. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben geben, ein Abo dalassen, wer sich für Haus- und Gartenthemen interessiert. Bis zum nächsten Mal.